Samsung Galaxy A50 gegen Xiaomi Mi 9C, viele von euch schwanken zwischen den beiden Produkten. Ein spannender Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Design. In der Kategorie Design ist das Mi 9C mit 54:51 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 11 Gramm leichter, 0,2 mm dünner, 4,2 mm schmaler, 11 mm kürzer und 14,4% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Mi 9C knapp mit 72:69 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 7,2% höhere Pixeldichte und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Das Galaxy A50 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 7,2% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy A50 eindeutig mit 91:75 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 8,1% schnellerer Prozessortakt, hat einen externen Speichereinschub, nutzt HMP und zwei Speicherkanäle mehr. Das Mi 9C hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 266 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 2 GB größerer Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy A50 knapp mit 64:61 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 25% mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Mi 9C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und eine Blitz-LED mehr. Audio. In der Kategorie Audio ist das Galaxy A50 mit 62:12 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy A50 mit 64:63 Punkten haarscharf vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: 30% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Galaxy A50 mit 86:84 Punkten sehr knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: unterstützt ANT Plus, 1,1 Watt pro Kilogramm niedrigerer SAR-Wert am Kopf und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Das Mi 9C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 33% schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 1,5-fach schnellere Uploads und hat einen Infrarotsensor. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy A50 mit 73 eindeutig vor dem Xiaomi Mi 9C mit 63 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Smartphones unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.